Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, ich werde heute nur eine Folge aufnehmen können, weil ich auch bald ins Bett muss. Mal sehen, ob ich danach schlafen kann. Ja, beim letzten Mal haben wir mal so ein bisschen Progress gemacht und haben jetzt den Bauplan für die Seemotte, haben ein Fundament gebaut, das ist sehr wichtig. Und ja, müssen jetzt noch die mobile Fahrzeugstation fertig kriegen. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Hey. Toll, wir haben Nacht, sehr motivierend. So, ja, ich habe jetzt entschieden, ich muss jetzt quasi erstmal, brauche die mobile Fahrzeugstation, weil ich glaube, um in irgendeiner Form jetzt voranzukommen, oh, habe ich nur noch eine Batterie? Moment. Mit einer Batterie will ich nicht los. Säurepilz und Kupfererz, das war's, genau. Habe ich hier noch was drin? Nee, nee, ich hatte alles erstmal unter die Base geschmissen. Oh, ich muss dringend was trinken. So. Ist hier unten noch was? Kupfer, 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 Kupfer. Du bist Kupfer. Du bist ein Säurepilz. Okay, dann können wir zumindest schon mal eine Batterie noch bauen. Ach, habe ich die jetzt? Wenn man sie entfernt, schmeißt man sie weg. Ach so, okay. Alright. So. So, wir bauen jetzt mal noch eine Batterie zur Sicherheit. Nicht, dass wir hier gleich ohne dastehen. Das wäre sehr bitter. Eine mit 100% rein. So, die leeren Batterien. Ich will sie halt nicht wegschmeißen, weil wir brauchen Batterien ja später noch ordentlich zum Bauen, haben wir ja schon gesehen. Und es macht ja Sinn, wenn wir die dann noch haben. Weil da stand ja nicht mal, brauche eine volle Batterie. Da stand nur mal, brauche eine Batterie. So, ich habe entschieden beim letzten Mal, ich werde jetzt nochmal zur Aurora zurückkehren. Weil ich bin ja beim letzten Mal nur so. Fällt gerade ein, ich brauche dann den Strahlenschutzhelm noch wieder. Zack. Ich habe mich wieder von dem scheiß Gelache verjagt. Ja, weil ich bin ja beim letzten Mal dann nur so am Rand lang geschwommen. Und ich denke mal schon, dass man da irgendwie noch schon drum rumkommt. Ich kann jetzt länger atmen, seit ich das letzte Mal da war. Und ich denke halt mal, dass da dass da ja das meiste rumliegen sollte. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo ich diese mobile Fahrzeugstation, wo ich die ersten zwei Teile davon gefunden habe. Das ist gerade mein ganz großes Problem, was ich habe. Und ich vermute, dass es hier war. Kaffee auf. Noch einer. Noch einer, noch einer, noch einer. Was geht mit euch? Wo wart ihr überhaupt? Ach, Signalboje haben wir ja schon. Ach, da. Das ist ja assi. Wo war mein Kaffeeautomat denn jetzt? Ich trinke da. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber ich glaube, für unseren Charakter ist das sehr wichtig. Zumal er nie schläft.
Von daher sehr wichtig, einen Kaffeeautomaten zu haben, würde ich behaupten. Das kann man nicht scannen. Seht ihr, wir haben auf jeden Fall schon mal Seegleiter, haben wir schon. Brauchen wir also nicht. Holy shit! Ein Blutmond. Ich glaube, da war ich schon mal, but I'm not sure. Absolutely not sure. Aber die hier sind leer. Das weist stark darauf hin, dass ich hier schon mal war. Ein Schreibtisch. Seht ihr? Ja, also ich finde, jetzt ist halt wirklich... Wir finden ja auf jeden Fall den wichtigen Shit, sag ich mal, ja? Hier schneller schwimmen, tauchen, U-Boote, alles nicht so wichtig. Scheiß drauf, sag ich. Wichtig ist... eine Batterie, sehr gut. Wichtig ist, dass wir einen Schreibtisch haben. Dass wir einen Kaffeeautomaten haben. Einen Bürostuhl. Und so weiter, ja? Scheiß drauf, dass ich hier gerade was für einen Raum, für ein U-Boot gefunden habe. Ist ja egal. Wichtig ist, was machst denn du da? Ach, du schnappst dir gerade wieder Metall. Das ist ja schon irgendwie cute, dass die ihr Metall so gern haben. Aber zum Beispiel auf die Seite hier von der Aurora bin ich ja noch gar nicht geschwommen. Ich bin einmal angekommen und nach da. Und ich wundere mich halt immer noch, ich gehe halt immer noch davon aus, irgendwie, dass man rein kann. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man in die Aurora nicht rein können soll. Ich meine, klar, sie ist explodiert. Das ist nicht gut. So, Zyklop-Brückenbauplan haben wir schon mal. Krass, was das für ein Bauprojekt sein muss dann, ja. Ach, haben wir jetzt ja schon. Man kriegt immer nur Titan raus, ne? Ja. Irgendwie bin ich... Aber ich glaube irgendwie immer noch, dass man auch irgendwo reinkommen können muss. Versorgungskiste. Batterie nochmal. Seht ihr? Da war mein ursprünglicher Plan also doch gar nicht so falsch. Als ich noch nicht wusste, dass ich mir Batterien bauen kann. Dass ich hier hinschwimme, um Batterien zu finden. Ich bin nur einfach in die falsche Richtung geschwommen. Okay, hier wird's düster. Aber ich will wissen... Ah! Oh Gott! Oh! Oh. Ich muss bei dem Spiel echt aufpassen, nicht dass irgendwann meine Nachbarn kommen und fragen, ob hier alles okay ist. Alter. Holy shit! Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum er mich nicht gefressen hat, ich bin ganz ehrlich. Wo kam denn der plötzlich her? Ich weiß mittlerweile übrigens, dass sie Reaper heißen. Ach du heilige Scheiße, nee, da schwimme ich nicht hin. Nicht bevor ich nicht irgendeine Form von Schutz habe. Ah, nochmal ein Brückenfragment. Alter! Aber der gibt ja einfach... Habe ich es gerade nur nicht gehört oder geben die einfach keinen fucking Ton von sich? Alter, ey. Boah.
glaube, mein Herz ist gerade kurz stehen geblieben. Holy fuck. Wieso schwimmen die denn hier rum? Wie kann der denn da überhaupt gewesen sein? Der muss ja hier sich gesagt haben, ey, ich schlängel mich jetzt mal hier lang und schwimme im ganz flachen Wasser rum. Dieses 50 Meter Vieh oder wie groß es ist. Alter. Das war nicht schön. Boah. Ey, das ist, was ich meine. Ich glaube nicht, dass ich mich in einem Horrorspiel schon mal so verjagt habe. Ich glaube es wirklich... Ah! Hi, hi. Den hätte man sehen können, ich gebe es zu. Nee, da sehe ich jetzt nichts. Alter, heilige Scheiße, ey. Boah. Oh. Ah, nee, so ein Kalkstein. Aber wo ich kann... Braucht ein neues Blei, von daher ist das gar nicht mal so verkehrt. Ja, aber jetzt mal Frage. Wie... Ach, die öffnet man dies. Ah. Krebsschubkanone. Okay. Boah, Alter. Das Problem ist halt, dass ich vorproduziere, aber ich werde ja... Ich denke mal, den werde ich ja lange begegnen, den Viechern. Und immer wieder. Von daher stelle ich die Frage jetzt trotzdem. Hat man, also sind die wirklich lautlos, bis sie wirklich bei einem sind? Oder hat man eine Möglichkeit, hat man irgendeine Möglichkeit vorher mitzukriegen, dass sie da sind? Keep calm Poster. Okay. Seemotten Solarladegerät. Oh. Okay. Weiß gar nicht, was ich bekommen habe, ehrlich gesagt. Okay, ich glaube, ich muss erstmal zurück und ein bisschen was lagern. Ich kann gleich nichts mehr aufnehmen. Das Titan kann ich hier wegschmeißen. Ey, da, wirklich, ohne Mist, das sind die Momente in Subnautica, wo ich instant ausmachen möchte. Wirklich, wo ich auf der Stelle... Ja, hm. Okay, also sobald es tiefer wird, schwimmt dieses Mistvieh hier rum. Weil ich habe ja, also ich wette, ich denke mal, wenn der es erstmal auf mich abgesehen hat, habe ich ja wahrscheinlich keine Chance, oder? Huch, das soll so nicht sein, oder? Habe ja gespeichert. Nee, ich bezweifle, dass das so sein soll. Ich tauche gerade unter die Erde. Hm. Okay, ja, interessant, auch im fertigen Stadium. Ah, das, der Sand ist wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Auch im fertigen Stadium sind immer noch Bugs drin. Ja, genau. Also das würde mich interessieren, ob ich jetzt nur die Möglichkeit habe, mich permanent panisch umzusehen. Oder ob die sich irgendwie andeuten und ich es bisher einfach nur nicht mitbekommen habe. Ich habe jetzt die ganze Zeit Panik, dass dieses Kackvieh hier auftaucht, Alter. Ach, dafür sind die Zeitkapseln. Okay. Ey. My final goodbye. Okay. Noch ein Scanner. Selbst der Scanner hat einen Ladestand? Das wird aber nicht angezeigt. Okay. Ja, okay, ist jetzt auch wieder geil. Jetzt ist hier die Welt um die Aurora verbuggt und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rumtauchen sollte oder lieber nicht. Oder ob ich mir jetzt gleich mein... Ich nicht. Wisst ihr was? Das Ding ist halt, ich weiß halt, dass ich Sachen verliere, wenn ich sterbe. Das hat mir das Spiel schon gesagt. Ich werde jetzt meine Sachen erstmal sichern. Ich hole jetzt alles aus dieser Box, was ich nicht brauche, raus. Das habe ich auch schon, oder? Ah ne, das ist so eine Box, okay. Alles, was ich nicht brauche, hole ich aus der Box raus, schmeiße es unter die Base. Und sicher erstmal meinen Fortschritt sozusagen. Weil alle Verunsicherung, die verschwunden ist,
Weil, ne, ich würde behaupten, die letzten Folgen, ich habe mich zwar immer mal erschreckt und so, aber es war nicht im Entferntesten so schlimm wie am Anfang. Alle Verunsicherungen, die ich losgeworden bin, über die letzte Zeit, ist jetzt auf der Stelle wieder da. Muss ich so einfach mal sagen. Bin jetzt wieder im völligen Panikmodus. Da war ich auch schon, ne? Ja. Weil ich absolut nicht wissen will, was passiert. Also ich werde tot sein, das ist mir schon klar. Aber ich will nicht wissen, wie es aussieht, wie es sich anhört und so weiter, wenn mich so ein Viech erwischt. Habe ich so gar kein Bedürfnis nach. Also mal so gar keins. Ich habe immer noch nicht das letzte Aufbauding. Also bei Aurora scheint es ja nicht zu liegen. Ich will mir doch nur ein U-Boot bauen, damit ich mich nicht ganz so schutzlos fühle. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will doch nur ein U-Boot. So. Kupfer, Quarz, Blei, Salz, Gold. Meine Batterien. Jetzt habe ich noch einen Scanner. Kann ich die denn benutzen? Ne, die, also okay, Krebs. Krebs ist also dann auch irgendein Gefährt oder so. Was bist du? Thermalklinge. Kann ich ja bestimmt auch so benutzen, ne? Als Messer. Hä? Achso, mein Messer ist jetzt einfach eine Thermalklinge. Okay. Ah ne, da ist mein Messer, okay. So, alles, wo ich das Gefühl habe. So, also Krebsschubkanone, Seemoten-Perimeter Abwehrsystem. Das klingt sehr gut. Solarladegerät klingt auch gut. Brauche ich ein Poster? So, ein zweiter Scanner. Ah ja, dieses Spiel ist nicht für mich gemacht. Jetzt habe ich mich ohne Mist gerade vor dem Zeug, was ich weggeschmissen habe, erschreckt. Was mache ich in diesem Spiel, wenn ich in ein Gebiet komme, wo die Reaper einfach wahrscheinlich regelmäßig rumschwimmen und nicht immer mal so einer? Ich bin einfach nur in einer völligen Panik. So, jetzt muss ich das mal probieren. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Warum tue ich mir das freiwillig an? Ich weiß es nicht. Hatte ich jetzt eigentlich noch irgendwas? Nee, ich brauche... Ja. Das Ziel ist jetzt diese mobile Fahrzeugstation. Das ist das, was ich brauche. So, Wasser habe ich noch ein bisschen was. Alright. Quatsch. Ich wollte jetzt mal gucken. Datendownloads, Codes und Hinweise. Rettungskapsel 6. Von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen. Der beigefügte, Besatzung fordert Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Ungefähr 100 Meter, ist ja das, ne? Rotgas, das hatte ich schon. Obwohl, nee, wahrscheinlich hatte ich es nicht, ne? Weil ich habe das Gefühl, ich hatte ja mal mehr Hinweise.
4546B-Umgebungsscan, Wasserplanet der Kategorie 3, Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche Biodiversität. Sicherweise kann Raubtiere Leviathan-Größe beherbergen. Ja, okay. Okay, wahrscheinlich habe ich das dann doch noch nicht. Ich habe die Rettungskapsel gefunden, aber der Hinweis ist noch da. Der Hinweis ist noch da. Ach, die sind auch in Leviathan, ja? Genau, Säurekapsel Manati. Okay, ich würde jetzt mal von ausgehen. Weil ich hatte ja mal mehr hin. Ach, oder hatte ich die Hinweise nur, als ich nicht gesaved habe? Scheiße. Ah doch, hier ist es. Okay, ja, nee, dann okay, dann war ich da doch schon. Okay, dann habe ich gerade keinen Hinweis. Ich brauche diesen motherfucking Fahrzeugplan. Dieses Fahrzeugdings. Okay. Natürlich ist jetzt wieder Nacht. Was auch sonst. Weil das Ding ist, ich habe die ersten zwei Stück davon. Habe ich ja relativ seit Anfang an. Also die habe ich ja schon lange. Ich frage mich jetzt halt gerade. Das muss ja dann irgendwo hier in der Nähe sein. Es kann eigentlich nicht sein, dass das dann Ewigkeiten entfernt liegt. Was? Aber hier unten... Hier unten bin ich ja auch schon relativ viel abgeschwommen und man sieht halt einfach gar nichts. Ich habe das, ich glaube, den Wald zu durchsuchen macht bei Tag halt wirklich mehr Sinn. Mist, verflucht. Tja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Denk immer, der leuchtet. Hey, ich kann noch einen Scanner bauen. Supi. So, einmal Wasser. Ja gut, ich meine, ich kann natürlich auch zu dem anderen Biotop da erstmal jetzt ohne U-Boot hinschwimmen, aber... Wisst ihr, was ich jetzt einfach mal probiere? Ich... Moment, wo sind meine Baupläne? Ah, warte mal, ich glaube, so geht's schneller. Scannerraum. 5 Titan, 2 Kupfererz, Gold und Tischkorallenprobe. Ich baue jetzt einfach mal einen Scannerraum und guck mal, ob ich den als Startraum nutzen kann. Ich will einen Raum haben! Weil der zeigt mir dann ja auch Sachen an. Das wäre ja eigentlich nicht doof. Titan habe ich hier natürlich nicht mehr, ne? Nee, Blei brauche ich nicht. Ich brauche Gold. Ich brauche... Habe ich schwer vergessen. Gold, Kupfererz, Titan und Tischkorallenproben. Kupfer hatte ich doch auch. Habe ich doch hier hingeschmissen. Da ist Gold, da ist Kupfer. So. Okay, dann muss ich jetzt nochmal kurz los, um Titan zu holen. Das ist jetzt eher weniger ein Problem. Hier ist schon mal eins. Ey, wenn ich jetzt nur motherfucking Kupfererz immer bekomme, jetzt wo ich einmal Titan brauche, das wäre so classic, ey. Das wäre so classic. Nee, da ist Titan. Ja.
5 Titan. Tischkorallenprobe. Tischkorallen waren die roten. Die da, ne? Hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mein Messer einfach ganz normal als Messer benutzen? Ja. So, ich baue jetzt einen Raum auf mein Fundament. Und wenn das keinen Sinn macht, dann macht das keinen Sinn. Aber dann habe ich zumindest was gebaut. Da! Aber ich baue den da nicht aufs Fundament, ne? Das war falsch. Okay, das wirkt auf mich sehr unübersichtlich. Minus 1 zur Höhenstärke der Basis addiert. Nun bei 11. Ach, jetzt muss ich eine Tür bauen, oder wie? Kameradrohne einsammeln? Was? Eine steuerbare Kamera. Kann ich die auch wieder einbauen? Hä, wann habe ich denn die Dings getauscht? Quarz und Titan. Okay. Jetzt habe ich ein Fundament und meine Basis floatet da drüber. Was ist denn das für ein Mist? Also das Konzept vom Basenbau habe ich noch nicht so hundertprozentig begriffen. Gebe ich ganz offen zu. Jetzt muss ich da nochmal extra eine Tür reinbauen, oder wie? Sehe ich das richtig? Nee. Ach, warte mal. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Fundament. Segmente. Nee, das ist es nicht. Na gut, ich werde das mit dem Basenbau schon noch ergründen, irgendwann. Ich erhole mich jetzt von meinem Herzinfarkt. und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Gauton und ciao.